Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Guten Morgen, liebe Herz, Seele, Ball-Freunde. Geht doch nichts über ein ruhiges Hotelzimmer. Seit etwa 7 Uhr wird hier irgendwo Rasen gemäht. Aber belohnt wird man hier durch diese herrliche Aussicht. Also herzlichen Ball für Mittwoch und heute ist Ostseetag, wie ihr seht. Und ja, vielleicht hört ihr noch auf mit dem Rasenmäher. Nein! So, das ist die komische Ausgabe von herzlichen Ball. Gerade noch auf dem Balkon. Wir werden jetzt gleich ein bisschen was sehen vom Tagesverlauf. Jetzt bin ich auf der Rückfahrt im Zug wieder nach Kempen. Aber jetzt schauen wir mal, wie das heute Morgen war, als diese merkwürdige Tätigkeit begann. So, runter vom Balkon. Jetzt sind Jan und ich bei Rewe. Das ist der Chefkoch des heutigen Tages. Was ist die Spezialität? Fleischermeister. Fleischermeister, Sommelier. Fleischsommelier. Ja, so ist es. Ja, und was ist die Spezialität heute? Heute ist die Spezialität Schweinenacken. Schweinenacken. Schön klassisch. Klassisch. So sieht das gehört. Herr Meinelt, wir freuen uns drauf. Ja, aber und das, das ist der Bachelor. Das ist der Bachelor. Ja. Hallöchen. Und ich bin der Sportreporter. Ja. Hat jeder seinen Job hier. Ja. Jeder seinen Platz. Ja. Und hier werden wir viel Geld versuchen heute einzutreiben für die Kinderfeuerwehr oder generell für die Feuerwehr. Und da steht es schon, von 16 bis 17 Uhr verteilt der Bachelor Jan Kralitschka Rosen an die Frauen. Komische Formulierung, finde ich. Herz, Seele, Ball, also heute mal mit einem ganz anderen Thema unterwegs. Und ich finde das ja toll, das wollte ich euch noch kurz zeigen, dass an der Ostsee überall solche Plakate hängen. Herz, Seele, Ball. So, der Job war bei Rewe, Menschen auf dem Parkplatz zu unterhalten mit Bratwürstchen und Nackensteaks. Und über Fußball habe ich heute wenig erfahren, außer dass Florian Wirtz von Bayer Leverkusen im Gespräch ist und Martin wird das freuen bei Bayern München. Ja, die holen offensichtlich die ganz großen Fußballer zusammen. Haaland spielt heute Abend nicht bei Borussia Dortmund, darüber reden wir dann morgen, wie das ausgegangen ist gegen Sporting Lissabon. Aber jetzt gehen wir nochmal auf den Rewe-Parkplatz an der Ostsee. Ihr lernt den Chef kennen und manchmal hat man es ja nicht leicht im Leben. Der Chef war Fan von Borussia Dortmund. Video Nummer 2, kleiner Einblick. So, wir sind jetzt am Nachmittag angekommen hier. Und das Angenehme an diesem Arbeitstag heute ist eigentlich nicht Jan. Weil Jan, wie immer, mir die Schau stiehlt. Jetzt ist er schon wieder bei einem Hund. Vorher war bei allen Frauen, macht sich beliebt. Nein, mein Problem ist auch Benny, weil der hier der Inhaber des Ladens ist. Und auf der anderen Seite auch ein sehr begnadeter Moderator. Ja. Das, ne? Ey, jetzt wird, ja nix, ne? jetzt wird er bescheiden. Jetzt wird ja, er bescheiden. Immer am Ball. Ne? Und Benny ist Borussia Dortmund-Fan. Für alle, die sich jetzt fragen, was der Uli da macht. Der Uli macht einen Podcast, der sehr erfolgreich ist. Er ist ja regelmäßig in den Bundesliga-Stadien am Wochenende unterwegs und hat eine große Fangemeinde. Und da wird täglich über Fußballthemen, über Nicht-Fußballthemen referiert. Es werden aktuelle Themen aufgegriffen über irgendwelche Manager, die mit Porsche vor irgendwelche Fußballstadien fahren und so, ja, das ist sehr interessant und ich darf mich rühmlich geehrt fühlen, auch öfters mal Teil dieses Podcasts. Ja, ja, das stimmt. Und ich habe null Ahnung von Fußball, muss man was sagen. Man gar nicht merkt. Und jetzt gab es heute ein Foto im Podcast. Peter Neururer ist vorgefahren vor der CDU-Parteizentrale, um die auch noch zu retten. Ja? Also, Peter rettet alle. Der rettet alle. Das, wenn nichts mehr geht, dann kommt Peter. Bei Herz, Seele, Ball. So, und das war's auch schon für heute. Merkwürdige Ausgabe von Herz, Seele, Ball. Und wir sehen uns dann erstaunlicherweise morgen wieder. Kommt noch der kleine WhatsApp-Hinweis, den ich bitte immer zu beachten. Und morgen dann ein bisschen mehr Fußball. Heute war es Rewe, Nackensteaks, rote Rosen, der Bachelor Jan. Und es war im Grunde genommen ein schöner Tag, muss ich sagen. In diesem Sinne, Martin, weiterhin gute Besserung. Es kommen immer noch Besserungswünsche bei mir an. Also gute Besserungswünsche aus allen Ecken für Martin von Herz, Seele, Ball. Und in diesem Sinne, wir sehen uns erstaunlicherweise wieder morgen. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.
Und was ich heute noch loswerden wollte, als Sportjournalist bekommt man ja täglich viele Informationen geschickt. Manchmal ist das ein richtiger Informationsstau. Da bin ich jetzt echt froh, dass WhatsApp Few Once oder Einmal-Ansicht anbietet. Das heißt, jedes Video oder Foto erscheint genau einmal im Chat und dann ist es auch schon wieder verschwunden. Eine geniale Einrichtung bei meinem Lieblings-Messenger-Dienst. Und damit, Freunde, schickt mir weiter eure Informationen per Video oder Foto, sprichwörtlich eine einmalige Angelegenheit bei WhatsApp.